Großbritannien zieht seine Truppen aus dem Irak ab, bis Mitte 2009. Das kündigt Premierminister Gordon Brown bei einem Überraschungsbesuch in Bagdad an. Großbritannien war der wichtigste Verbündete der USA beim Einmarsch im Irak im Frühjahr 2003. Derzeit befinden sich noch rund 4.100 britische Soldaten im Lande. Stationiert sind sie vor allem am Flughafen der Ölstadt Basra im Süden des Landes. Vor Ort trainieren die britischen Truppen vor allem die irakische Armee. Sie helfen beim Schutz des öffentlichen Lebens in der Region Basra und bereiten die Provinzwahlen Ende Januar vor. Der Abzug soll britischen Medienberichten zufolge im März beginnen, 6 Jahre nach dem Einmarsch, wenn diese ersten Wahlen seit 2005 friedlich verlaufen. Noch während Browns Besuch in Bagdad gibt es in der irakischen Hauptstadt wieder Tote und Verletzte bei einem Autobombenanschlag.